Hallo zusammen, mein Name ist Simone Brandt und ich bin Mitglied der Piratenfraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Wir sind hier in meiner Stadt in Bochum und stehen vor dem Deutschen Bergbaumuseum. Und wenn man diese Zechentürme sieht, dann standen die früher für den Kohleabbau hier im Ruhrgebiet. Hier wurde damit Geld verdient. Heute stehen diese Zechentürme für Kultur. Das ist hier so, als auch zum Beispiel in der Zeche Zollverein in Essen. Hier findet man Ausstellungen, Veranstaltungen, Kunst, Musik, was auch immer in reichlicher Zahl. Und das ist das, wofür der Ruhrpott heute steht. Und jetzt sind wir an einem anderen Ort in Bochum, der weit über die Stadtgrenzen bekannt ist, nämlich dem Bermuda-Dreieck. Hier treffen sich jeden Abend und vor allem am Wochenende Tausende von Menschen, flanieren hier über die Straße und nehmen Getränke und Nahrungsmittel zu sich. Und das ist das Stichwort, wo ich es den Leuten natürlich nicht verderben will, aber was mir sehr am Herzen liegt, ist der Verbraucherschutz. Zu wissen, was ist in den Getränken, was ist in den Nahrungsmitteln, die konsumiert werden. Und für mich ist Verbraucherschutz nicht eine Verbotskultur, wie es zum Beispiel die Grünen machen, dass man alles Mögliche verbieten will, damit die Bürger gesund werden. Für mich baut Verbraucherschutz auf zwei Säulen auf. Das eine ist Verbraucherbildung, Aufklärung. Das heißt, Kennzeichnung der Lebensmittel müssen verständlich sein, müssen nachvollziehbar sein, ohne dass man Chemiker ist. Auf der anderen Seite Lebensmittelkontrolle, da, wo der Verbraucher nicht reingucken kann, nämlich da, wo Lebensmittel produziert werden. Lebensmittelkennzeichnung, ein ganz einfaches Beispiel. In Deutschland sind die Begriffe vegan und vegetarisch leider immer noch nicht geschützt, so wie das in England seit vielen Jahren der Fall ist. Deshalb habe ich einen entsprechenden Antrag vor ein paar Monaten im Landtag gestellt und dieser wurde abgeschmettert von allen anderen Fraktionen. Schade, oder? Und daher fordern wir, wie schon seit Jahren, dass endlich der Verbraucherschutz in der Landesverfassung verankert wird. Wir befinden uns hier am Bochumer Opelwerk, was vor Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte für Bochum war, nämlich der Umbau von einer Bergbaustadt hin zu einer Produktionsstätte droht jetzt für die Stadt zum Fiasko zu werden. Erst ist Nokia gegangen, jetzt schließt Opel sein Werk hier bis Ende 2014. Und es ist absolut verlogen von den anderen Politikern oder sie verschweigen es uns einfach. So dumm können sie nicht sein, zu glauben, dass man mit Geld und guten Worten große Konzerne hier am Standort halten kann. Ganz traurig ist es, wenn man sich Debatten in den letzten Monaten bei uns im Landtag dazu anschaut. Es war reines Wahlkampfgetöse von den anderen Parteien. Gegenseitige Vorwürfe, wer in welchem Jahr was versäumt hat. Keine innovativen Ideen, kein Blick nach vorne. Nur ein Gebäsche und ein Geheuchel. Es ist wirklich traurig. Was wir machen müssen, ist umdenken. Nämlich zu schauen, und das hätte eigentlich schon vor Jahren passieren müssen, dass es hier einen innovativen Technologiestandort gibt. Dort hätte man schon frühzeitig sich an Firmen wenden können, interessante Angebote zu machen. Jetzt ist es fast zu spät für die Opelaner. Nachdem wir gerade am Opelwerk waren, möchte ich noch einmal sagen, wie wichtig es ist, dass die Städte hier im Ruhrgebiet zusammenhalten. Schluss mit dem Kirchturmdenken. Wir müssen viel mehr als Ruhrmetropole denken. Denn dann können wir gemeinsam auch die größten Probleme schaffen. Wir sind hier am Bochumer Hauptbahnhof. Und an dieser Stelle möchte ich euch alle einladen, uns hier in Bochum einmal zu besuchen. Die Ruhrmetropole zu besuchen. Und macht das gerne mit ÖPNV und hoffentlich auch bald ticketfrei.